Herr Steppacher, ein verrücktes Spiel heute. Ja, es war sehr verrückt heute. Unterm Strich hätte Solingen eventuell einen Punkt verdient gehabt. Die Kampfkraft und die Moral hat gestimmt, aber der SV Burbach war auch am heutigen Tag auch spielerisch und den Tick kämpferisch und aggressiver in diesem Spiel. Und ich denke, der SV Burbach hat sich gut aus der Affäre gezogen. Es war ein interessantes Spiel für beide Seiten, für die Zuschauer sowieso. Und ich denke, mit dem SV Burbach ist mit dieser Einstellung, die zwar recht aggressiv ist, aber das ist Fußball und so muss das auch sein, in diesem Jahr schwer zu rechnen. Und nächste Woche haben sie ja das Spitzenspiel beim ATSV Mutschelbach. Und ich denke mal, da gibt es dann vielleicht schon eine kleine Vorentscheidung in die Richtung. Sie haben jetzt auch eine Menge Punkte Vorsprung auf die Verfolger. Von beiden Seiten war es heute ein emotional stark aufgeladenes Spiel. Wie kommt das? Ja gut, ich meine, die Platzverhältnisse haben natürlich in die Karten gespielt für ein emotionales Spiel. Wer den Zöllinger Platz kennt, der ist tief, das ist der Trainingsplatz, er ist recht klein. Außenrum die Zuschauer von Burbach und von Zöllingen haben ihren Teil dazu beigetragen. Und ich denke mal, wer Fußball liebt, hat heute ein gutes Spiel gesehen. Emotional muss das so sein, weil wir spielen ja kein Schach. Und ich denke mal, dass es trotz allem hart an der Grenze, aber trotzdem faires Spiel gewesen ist. Wow. Auch, muss man auch sagen, mit einem sehr starken, jungen Schiedsrichter. Aber die Enttäuschung sieht man Ihnen schon an. Die Enttäuschung ist natürlich groß, beziehungsweise, ja gut, morgen geht das Leben wieder weiter. Wenn man natürlich gegen den Klassenprimus zweimal das Spiel dreht und dann kurz vor Schluss noch das 5-4 bekommt, ist man natürlich am Sonntagabend natürlich nicht gerade froh gelaunt. Wie bewerten Sie den Saisonverlauf bis jetzt? Der Saisonverlauf ist recht durchwachsen. Wir haben mal Spiele, die überraschen, wie in Krötzingen. Dann haben wir wieder Spiele wie gegen Kitt, die wir in der letzten Minute verlieren. So ist das halt in Solingen. Wir spielen wie bekannt mit eigenen Spielern. Und ja, wir denken mal, dass wir zwischen Platz 4, 5, 6 diese Saison abschneiden können. Nach ganz vorne wird es diese Runde nicht reichen. Aber unterm Strich im Soll. Wir sind absolut im Soll, auch von unseren Mitgliedern und die Verwaltung. Also bei uns kann der Trainer und auch die Spieler recht ruhig arbeiten. Bei uns gibt es keinen Druck. Wir sind eine große Familie, wie man so sagt, und ja, bei uns ist alles gut. Für Sie geht es weiter gegen Südstern Karlsruhe nächste Woche. Ist ein Auswärtsspiel. Was meinen Sie, was das für ein Spiel wird? Südstern steht mit dem Rücken zur Wand, sind diese Runde unten drin im Keller. Sie werden mit Sicherheit alles tun dafür, dass sie die 3 Punkte einfahren und es wird ein harter Kampf geben. Aber wir werden dagegenhalten mit der heutigen Moral, die wir gehabt haben, wird mit Sicherheit in Südstern auch was zu holen sein. Herr Steppacher, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Gut, vielen Dank.